Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi, das bin ich. Ich werde euch gleich meine neuen Handtaschen zeigen. Aber es sind ja zwei Handtaschen, deshalb brauche ich nur einen an meiner Seite. Einmal die Michele zu mir. Michele! Das bin ich. Was sagst du meinen neuen Handtaschen, die ich da habe? Sexy. Danke. Steht hier. Also so eine Männerhandtasche steht hier echt. Ich sehe gerade, hier ist ja richtig, Alter, das kann ja richtig noch bei mir im Gurt hängen, wa? Ja. Also, es geht darum, im letzten Video hatten wir mal ein bisschen diese beiden Täschchen mal angesprochen, die wollte ich noch ein bisschen weiter darauf eingehen. Weil da gab es noch Rückfragen. Und zwar dieses kleine Ding hier. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Und etwas größeren Bruder. So. Es gibt jetzt keinen eigentlich was Besseres und Schlechteres. Wir wollen auch noch mal ein bisschen Vor- und Nachteile mal zeigen. Beides haben Vorteile. Also alles ist super, weil besser als gar nichts. Okay, schon mal Pluspunkt für beide, ist nämlich mehr als nichts. Also ja, das gibt es natürlich von verschiedenen Herstellern. Möchtest du den kleinen schon mal auspacken? Ja, gerne. Also nicht klein. Große Tasche, kleine, genau. Kleine Tasche. Ne? So. Was hier also schon mal auffällt ist, wir haben hier bei beiden Handschuhe drin. Genau. Wir machen mal einen Wettkampf. Ich habe Handschuhe. Ich habe auch Handschuhe. Stich. So, ich habe eine kurze Beschreibung. Habe ich auch, aber auf der Verpackung. Nee, das sehe ich. Meine schöner. Okay. Dann habe ich noch Alkoholpad. Alter, für jeden ein. Oh. Ne? So, das ist irgendwie zum Reinigen. Hab ich auch nicht. So, und dann habe ich noch eine stylische Tasche. Ich habe auch eine stylische Tasche. Hast du auch, okay. Ziemlich ähnlich. So, eigentlich würde ich mal sagen, der Hauptunterschied liegt jetzt in diesen Masken. Genau. Witzigerweise ist nochmal eine Kurzanleitung drin, wie man die Maske ausklappt. Was ich bei deiner Maske super finde, ist, das habe ich letztes Mal schon gesehen, das hatte mal diese Kurzanleitung hier drunter, weil ich weiß, es war 15 Mal Barmen, es gab ja immer auch Änderungen. Ne? Genau. Zweimal drücken, einmal pusten, hatte ich auch schon mal gehört. Und 30 Mal drücken, zweimal beatmen. Genau, da ist noch 30-2 ist da drauf. Das ist der Rhythmus. Genau. Genau. Bei dieser Maske, die ist jetzt so schon fertig, wenn sie ausgefaltet ist. Genau. Und die ist jetzt fertig, wenn man sie einmal durchdrückt. Ne? Die kann man so, wenn man sie so rumdrückt, wieder verstauen und so flupp, genau, ist sie raus. So, was ich jetzt sehe, ist, abgesehen von der Bauform, ist, dass das hier ein Gummiband hat, das nicht. Und da wollen wir jetzt mal kurz zeigen, was jetzt der wesentliche Unterschied ist, wenn man in der Praxis, das ist nämlich ein Tipp von Michele gewesen, was da ein wesentlicher Unterschied ist, warum das zu bevorzugen ist. Okay, zeigen wir mal ganz kurz. Und zwar habe ich beim Einkaufen diesen Luftballon gefunden. Ne? Ich will jetzt auch keine Werbung machen. So, aber ich fand den so niedlich, weil das so passt. Stellt euch jetzt bitte vor, wir schmattern das jetzt nicht voll. Stellt euch bitte vor, der hat einen Unfall, der hat die Augen halb zu. Und hier ist jetzt alles voller Schmodder. Ne? Ich stelle euch mal die Frage, wenn ihr jemanden beatmen müsstet, würdet ihr ihn einfach so beatmen? Man sagt ja, ihr habt im Erste-Hilfe-Kurs das gelernt, sage ich mal. Aber so eine Hygienebarriere hilft. Genau, das wollte ich sagen, wenn ihr sich jetzt vorstellt, hier ist irgendwie Erbrochenes oder Blut, ne? Kann auch sein, dass sein Gesicht verletzt ist, mag man ja nicht so gern ne, beatmen, sondern man macht hier irgendwie was drauf. Entweder sowas. Oder sowas. Falsch rum, sowas. Oder sowas. Können wir mal auflegen? So. Problem ist jetzt, wenn man das macht und man ist alleine und man ist draußen in der Natur und ist windig, hat man letztes Mal gesagt. Es ist windig. Hand weg. Weg ist sie. Hand weg. Halbe Stunde später ist noch drauf, ne? So. Also dieses Gummiband hatte schon einen größeren Sinn, als ich dachte. Hat auch größere Vorteile. Aber das hast du nicht in der Tasche dabei, ne? Okay, das ist natürlich kleinere. Das ist das Argument, sage ich mal. Und dieses kleine Pocket, sage ich mal, hast du immer dabei. Und ich sagte mal ganz ehrlich, wenn man dann sich damit einmal befasst hat, dann funktioniert das auch. Weil ich kann ja auch, wie gesagt, das hat wesentlich besseren Vorteil, definitiv. Aber hier kann ich ja auch, indem ich am Kinn festhalte und dann Kopf überstrecke und kann den auch wunderbar beatmen. Das fliegt mir nicht weg. Also ist eine Technik, also eine reine Technik. Guck mal, ihr seht auch automatisch, wie ihr das Kopf überstrecken macht, ne? Ruhig zur Kamera hin, so, und dann wird das Ding halt so aufgelegt. Genau. Aber puste ich denn nicht, wenn ich hier reinpuste, kommt denn nicht hier alles raus? Ein bisschen. Aber du hast ja das Ventil sitzt ja in dem Mund drinnen. Also das heißt, Du machst ja den Mund auf und das Ventil sitzt in dem Mund drinnen und dann... Und Nase zu.
Ne? Genau. Er hatte keine Nase. Nein. Nase zuhalten. Deswegen. Aber. Und das erspare ich mir mit der Maske. Also. Genau, das Nasen zuhalten brauchen wir bei der nicht. Das ist auch ein Vorteil. Genau. Egal, was man macht, sage ich mal. Ob Beatmungstuch oder Beatmungsmaske. Es ist perfekt. Also eins von beiden einzusetzen. Ist immer also vorteilhaft. Ich favoriere diese Maske, muss ich dazu sagen, weil die eben von Handhabung einfacher ist. Okay, was Sie alle beide haben, ist zwar eine bisschen schlankere Bauform, ist dieses... Man hört das hier. Das Rückschlagventil? Genau, das Rückschlagventil. So, ne? Also ich kann, guck mal, ich kann so rum pusten. Wenn ich es jetzt umdrehe... Es kommt nichts raus. Weil das ist Rückschlagventil, ne? Genau, pustet an der Seite ab. Genau. Es geht mir darum, wenn ich ihm beatmen sollte... Dann, wenn er ausatmet, dass ich das nicht abkriege, ich weiß nicht, was derjenige hat. Hat er Krankheiten, irgendwas Ansteckendes? Es geht halt dann halt auch um Eigenschutz, ne? Genau. Genau. Also, das hat aber diese Maske und auch die. Genau. Auch wenn das hier ein bisschen größer aussieht. Genau, die haben beide das. Man hört es auch hier, man hört es auch richtig. Hier ist das Ventil drin. Ne, da ist es über eine Klappe und hier ist ein Ventil. Aber beides ist das gleiche System. Ne? Ein Rückschlag ist das. Okay. Dass erstmal Flüssigkeiten nicht zurückkommen. Oder eben die Atemluft, weil auch es gibt auch Krankheitsübertragung über die Atemluft, über Tröpfchenübertragung. Genau. Und der Beatmende braucht keine Panik haben, wenn er zu sich kommt und atmen kann, kann er hier ganz normal, ich kann ganz normal ausatmen. Wie bei der Atemschutzmaske in der Feuerwehr, ne? Das ist auch dann eben. Auch so eine Membrane letztendlich. Genau, eine Membrane drin. Ja, also, das war es letztendlich. Besser, schlechter kann man nicht sagen. Also Vorteil ist natürlich bei der klar, weil es kompakter ist, kann man wirklich in eine Handtasche packen. Ich sag mal, das ist mehr was fürs Handschuhfach, ne? Das ist wirklich was für ein Handschuhfach. Also, oder für zu Hause, sage ich. Oder wäre es feuerwehrmäßig oder rettungsdienstmäßig am Gurt haben möchte. Also haben wir immer meistens eine Taschenbeatmungsbeutel dabei. Also nein, das ist jetzt... Nein, das ist so im Verbandkasten, im Fahrzeug. Ja, ist auch gut. Noch, aber ja. Auch ein Rettungswagen muss einen Verbandkasten haben. Nein, ist doch gut. Ihr macht es ja auch richtig. Ja, nein, es geht auch darum, ich würde jetzt mal sagen, ey, für Feuerwehrleute oder sowas, die ist optimal. So, ich finde es gut. Genau. Oder auf dem Fahrrad eine Fahrradtasche. Deswegen, ich sage, ich kann es nur empfehlen. Also für jeden, ob sowas, also in einem Kleinformat als Tüte oder als Maske. Also als Maske, wie gesagt, ich kann es nur empfehlen. Genau. Ich habe selber erlebt, ich habe auf der Straße einen wiederbelebt, bin drauf zugekommen und hatte keine Maske dabei und keine Tüte. Wir haben trotzdem also wiederbelebt oder Beatmung. Aber ich habe dann mein T-Shirt oder sein T-Shirt übers Gesicht gezogen, dass ich also diese Schambiere, also dieses Ekel-Effekt dann nicht mehr hatte. Aber was will ich machen? In dem Moment blieb mir nichts anderes über. Und deswegen habe ich immer jetzt das kleine Pocket immer dabei. Ja. Ich stelle mir gerade vor, dass er nicht nur von einem was erbrochen ist. Ne? Ja, das, nein, ist, aber das sind Wirkreize, die sind wirklich da. Ne? Und das hätte mir alles ein bisschen also vereinfacht, sage ich mal. Ne? Seitdem, das ist schon ein paar Jahre her, seitdem habe ich immer das am Schlüsselbund dabei. Immer. In jedem Schlüsselbund, ob PKW oder Hausschlüssel, ist dieses Beatmungstütchen dabei. Genau, und die kosten auch nicht die Welt. Wenn man jemanden wiederbelebt, ist auch alles, was man sich da übrigens beschädigt oder verbraucht, ist versichert. Ne? Kriegt man wieder von dem gegnerischen. Der wird heilfroh sein, der schenkt euch, glaube ich, noch mehr, auch eine Schachtel Pralinen, wenn er das gut überstanden hat. Und ein Küsschen. So, okay. Vergleich zwischen den beiden. Ja, gut. Hast du einen Favoriten? Ja. Okay. Beide. Aber hätte ich mich auch für entschieden. Nein, aber den habe ich also zweimal, also nicht jetzt, ne, also die kleinen Pocket-Version habe ich immer am Schlüsselbund. Ja, ich habe selber ein Erlebnis gehabt und seitdem in jedem Schlüssel, ob PKW oder Hausschlüssel, habe ich immer so ein Beatmungstütchen immer dabei. Also es hilft. Super. Okay, schön. Guter Hinweis. Ja. Dann vielen Dank. Wie gesagt, und lass mir mal ein Gefällt mir da für die, gerade für den ehrenamtlichen Helfer, der für unsere Gesundheit hauptsächlich zuständig mit ist, wie deine Kameraden auch und Kameradinnen. Lieben Gruß. Ja. Schönen Dank, Michele, und wir machen weiter. Gucken wir, was wir noch finden bei euch hier Schönes. Super. Alles klar. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.
Nee, ist doch gut. Ich hab gekocht. Ich hab gerochen, als die Klobürste von unten. Nein, ihr seht nicht, was hier ist.